Evan Sophie Siavash war bei Dieter Dehm zu Gast. Und was die beiden zu erzählen hatten, das schauen wir uns jetzt gemeinsam im Stream an. Ich habe mir das vorher noch nicht alleine angesehen, deswegen machen wir das jetzt, wie gesagt, zusammen. Wie gesagt, Dieter Dehm, das ist ein Politiker von Die Linkspartei, einer der wenigen vernünftigen Politiker, den es da noch gibt. Ich nehme mal an, dass er auch bald aus der Partei ausgeschlossen wird. Ich meine, wenn man vernünftig ist, dann kann man in dieser Partei nicht sonderlich weit kommen, beziehungsweise wird sehr schnell rausgekegelt. Und Kevan Sofi Siavash, ja, der wird ja sowieso überall gecancelt, unter anderem, weil er sich für ein friedliches Zusammenleben der Völker einsetzt. Ich meine, das ist ja auch ganz schlimm. Ort deshalb der Produktion war ich ja bei der ersten Ausgabe, war sehr schön. Nein, ich bin im Moment auf Tour, kann man vielleicht auch erkennen. Ich bin ja in meinem kleinen Tourbus, mit dem ich rumfahre. Ich war jetzt die letzten 3 Tage in Österreich, habe jetzt 2 Off-Days, wie man sagt, wo ich aber trotzdem arbeite natürlich. Und dann geht es weiter mit meiner Tour durch Österreich und die Schweiz später. Also kannst du finden auf sophisticated.net. Und da geht es um all das, was ihr hier gerade sagt. Angst, Essen, Freiheit auf oder aber auch die Macht der Propaganda. Weil das, worüber wir reden und wie wir es einzuschätzen haben, das wird ja uns immer schon so vorsortiert, damit wir es nur noch einordnen können. Das wäre ja ohne Massenmedien und deren Propagandawirkung gar nicht möglich. Und das ist der ewig gleiche Zaubertrick. Und ich kann in diesem Vortrag, der 4 Stunden übrigens geht mit Pause, zeigen, dass eben die Sozialwissenschaften zusammen mit den Geheimdiensten sehr genau erforscht haben, wie man eben das Unterbewusstsein mit entsprechenden parkenden Programmierungen so manipuliert, dass am Ende immer der Bürger genau das denkt, was die entsprechenden haben wollen, weil der Mensch doch nicht so unabhängig ist, wie er glaubt. Wir nennen das Erziehungssystem. Im Grunde ist es eine frühe Form von Drill. Und da bin ich wieder bei Herrn Marx, der ja mal gesagt hat, die Gedanken der Herrschenden sind, oder die Meinung der Herrschenden ist die herrschende Meinung. Das ist alles nicht neu. Und in der heutigen Informationsgesellschaft brauchst du ja auch kein Fernsehen mehr, du brauchst auch keine Goebbels-Schnauze mehr. Es reicht, wenn du die Menschen via Smartphone erreichst und sich da freiwillig vorsetzen und sie mit Subbotschaften zugeballert werden. Und wenn man eine Mainstream-Meinung bekommt und niemand dazu zu stehen hat, dann spürt man... Ja, ich unterbreche jetzt Kevan hier an einigen Stellen, selbst wenn er gerade in seinem Redefluss ist. Ich meine, der am Anfang hat zu reden, hört er gar nicht mehr auf. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal wichtig, diesen einen Punkt jetzt zu thematisieren. Propaganda ist in der heutigen Zeit leichter denn je, sich zu informieren, ist aber auch leichter denn je. Deswegen ist es wichtig, dass die alternativen Medien stärker werden, damit wir eben dieser stärker werdenden Regierungspropaganda etwas entgegensetzen können. Sehr schnell, wo der Mainstream ist, und wenn man davon auch ein Müh abweicht, dann wird man aus der Herde gedrängt, da wird mit Isolation gedroht, und wer gar nicht mitspielt, der endet wie Julian Assange. Das ist natürlich extrem gemein für jeden, nicht auszuhalten, und deswegen sind wir alle diejenigen, die den Kotau machen. Wir haben es bei Corona gesehen, die meisten haben am Ende des Tages die Maske nicht aufgesetzt aus gesundheitlichen Gründen, sondern um nicht ausgeschlossen zu werden. Also darüber mache ich eine Tour, aber was du da alles gesagt hast, das ist, gehört eben auch dazu, dieses Links-Rechts. Ich möchte mal das Bild dieser Machtkonstellation, in der wir uns hier befinden, mal kurz zeigen. Also dieses Links-Rechts, das existiert ja in der Machtpyramide nur unten. Weil ganz oben, da ist das dasselbe. Da gibt's das gar nicht. Also ganz oben ist es vollkommen gleich, ob du rechts oder links bist. Hauptsache, du trägst dazu bei, dass die Spitze die Puppen tanzen lässt. Und wenn sich dann halt die falschen Leute treffen, an der falschen Stelle in der Pyramide unten, dann sagt man, die sind links oder rechts. Also von daher, wenn irgendjemand sagt, ja, die sind rechts, mit dem darf man sich nicht treffen, hätte man sich mit denen treffen dürfen, wenn die links, auch nicht. Also interessiert mich gar nicht. Das ist wirklich so albern. Das juckt mich auch gar nicht mehr. Wenn irgendjemand sagt, rechts, links, dann ist es ein Intelligenztest, ob du darauf überhaupt noch antwortest. Mich interessiert es gar nicht. Und wenn so jemand was zu mir sagt, das ist wie, ich habe heimlich Netflix geschaut, weil ich glaube, das ist besser als das, was das deutsche Fernsehen Unterhaltung bietet. Das ist so. Ich guck's nicht. Also ich reagiere da gar nicht mehr drauf. Es soll davon ablenken, irgendwelche Geplänkel um Dinge, um die es wirklich geht. Und da sollten wir vielleicht relativ schnell zur Geopolitik kommen. Ich finde das immer super, wenn es parlamentarische Demokratie gibt. Aber in Wirklichkeit hat der Frank Zappa recht, ist Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Zu sagen haben wir in Wahrheit gar nichts, Geld regiert die Welt, weil wir leben ja längst in einer marktkonformen Demokratie. Und wenn dann an der falschen Stelle die falschen Leute Sachen entscheiden könnten, dann macht man so und dann... Marktkonforme Demokratie, das ist das Stichwort. Die Reichen haben mehr zu entscheiden als die Armen. Beziehungsweise die Reichen können komplett kontrollieren, wo es lang geht. Das ist in den USA tatsächlich noch extremer als hier in Europa, aber auch hier in Deutschland. Da bestätigt mittlerweile sogar schon der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, dass die Wünsche und Vorlieben der unteren Hälfte der Bevölkerung keinen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung haben. Die oberen 10%, da ist die Korrelation mit dem, was die oberen 10% wollen und dem, was die Regierung dann macht, allerdings sehr, sehr hoch. Weitergehend hat man es dann nicht untersucht. Also es wäre noch interessant gewesen, wie das bei den oberen 0,1% und im Regierungshandeln gewesen wäre. Also ich nehme mal an, da wäre die Korrelation noch höher gewesen.
werden Milliardensummen einfach aus einem Land rauskatapultiert und dann wird das Ganze kaltgestellt. Und darum geht es am Ende des Tages. Und ich bin gleich fertig. Wir sehen eben, dass wir bei allem, was wir im Moment auch an Geplänkel in Deutschland haben und so, ja, es gibt einen großen Konflikt, auf den sich die Vereinigten Staaten vorbereiten. Das haben sie schon vor vielen Jahren auch gesagt, und zwar der unausweichliche Krieg gegen China. Und alles muss man unter dieser Prämisse sehen, unter einordnen. Und dann versteht man das eben auch. Und dann hat das nichts mit Hellsichtigkeit zu tun, sondern wir werden ein Fachspiel vorbereitet. So ist das. Kevin, bevor wir zur Geopolitik kommen, heute haben wir Rosa Luxemburg geehrt. Die ist vor, oh Gott, lass mich lügen, jedenfalls im Jahre 19. Also müsste das... 105 Jahre ist es her. Ja, 5 Jahre. 5 plus, sonst kannst du ja ausrechnen. Ermordet worden mit Karl Liebknecht am gleichen Tag. Also sie wurde in dem Hotel Eden hier von einem rechtsextremen Soldaten, bekam sie eine Pistole auf den Kopf geschlagen, dann ins Auto gezerrt, dann im Auto noch eine Kugel abgeschossen und dann reingeschossen und dann in den Landwehrkanal geworfen. Erst lange später wurde sie dann gefunden und sie wurde dann irgendwann, wurden, glaube ich, Teile von ihr beigesetzt in Friedrichsfelde, wo auch viele andere Antifaschisten liegen. Was bedeutet Rosa Luxemburg neben dem klassischen Satz, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, was bedeutet Rosa Luxemburg für dich? Na, Rosa Luxemburg bedeutet für mich zweierlei, eine aufrechte Frau, die ein Ideal hatte, aber auf der anderen Seite naiv war, dass sie gedacht hat, naja, das ist ja moralisch richtig und da wird man die ja mich nicht für angreifen. Nee, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd und ihr ist es so gegangen, wie es vielen anderen auch eben gegangen ist. Die hat sich ja quasi, man hat ihr zugehört und dann haben sehr viele ihr zugehört. Die Frau hat ja Recht und wenn das dann umgesetzt wird, weil ja Recht und Gerechtigkeit zusammengehört, dann könnte das die entsprechenden Machtstrukturen gefährden und deswegen hat man ihr eine Kugel verpasst. Das geschieht ja nicht im luftleeren Raum. Das ging einem Malcolm. Ich glaube nicht, dass sie so naiv war. Also sie hatte sich ja noch, weil sie eben realistisch gesehen hat, dass Deutschland 1919 noch nicht reif für eine Revolution war, sich bei der KPD gegen diese Revolution ausgesprochen. Hat dann trotzdem daran teilgenommen, wurde dann dafür erschossen. Also sie war eine derjenigen, die gesehen haben, dass der Aufstandsversuch, sollte man ihn wagen, wohl scheitern wird. Ich meine, die SPD hatte ja damals Rosa Luxemburg, das ist eine deutsche Kommunistin, die sich im Ersten Weltkrieg für Frieden eingesetzt hat und nach dem Ersten Weltkrieg für ein sozialistisches Deutschland. Die wurde von mit der SPD verbündeten Militärs, rechtsradikalen Reichskorps erschossen, zusammen mit Karl Liebknecht. Maxo, Fred Hampton ging es so. Also viele, Che Guevara, viele Menschen, die für Gerechtigkeit gekämpft haben, wurden von ganz oben beseitigt. Von daher ist sie eines dieser typischen Beispiele, die uns ja auch immer vorgehalten werden. Das gehört ja auch zur Psychologie der Macht, dass man diejenigen, die man in der damaligen Gegenwart immer als Anarchisten und gefährlich, dass man die immer da bekämpft, deren Schilder stellt man dann später in der jetzigen Gegenwart auf. Da sehen wir dann eben Rosa Parks und Martin Luther King, Malcolm X und wie sie alle heißen und sagt, guck mal, wie toll die waren. Und das ist interessant, dass das System heute, also das Machtsystem heute, immer die präsentiert als Vorbilder, die damals bekämpft wurden. Ja, auch Geschwister Scholl, die wurden ja unter Adolf Hitler nicht geehrt. Im Gegenteil. Ja, also warum ist das so? Weil es soll uns suggeriert werden, dass wir damals wie diese Menschen gehandelt hätten. Wir hätten genauso gehandelt. Das soll aber uns dazu bringen, dass wir in der Gegenwart passiv bleiben. Weil wir sollen nämlich Bewunderer werden. Wir sollen aber keine Nachahmer werden. Und das ist der Trick von alledem. Das heißt, wir stellen das eben auf. Aber wenn du das dann machst, dann kann es sein, dass du posthum geehrt wirst. Aber in der Gegenwart bist du natürlich immer jemand, der die Demokratie delimitiert, ein Terrorist. Weil gerade wieder einer im Chat fragt, Rosa Luxemburg gehörte zu den Gründungsmitgliedern der KPD. War also wesentlich radikaler, linksradikaler als alles, was du heute auf der Linken siehst. Also so radikal Linke, die gibt es heute in relevanter Zahl in Deutschland gar nicht mehr. Also Kommunisten, die wurden ja in der Weimarer Republik, nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, als erstes in die KZs abtransportiert und nachdem die sich ins Exil flüchten konnten, beziehungsweise die im Untergrund überlebt hatten, dann in der Bundesrepublik versucht hatten, die KPD wieder aufzubauen, wurde die junge KPD dann gleich wieder verboten vom Bundesverfassungsgericht. Und seitdem gibt es in Deutschland keine große kommunistische Bewegung mehr. Also wie gesagt, die Kommunisten in Deutschland, die sind heute mehr oder weniger ausgestorben. Es gibt noch ein paar, aber halt nicht mehr als politisch relevante Kraft. Also man könnte sagen, Rosa Luxemburg, die ist aus heutiger Perspektive eine historische Figur. Sie hat keine realpolitische Relevanz mehr. Also meiner Meinung nach, Kevan und Dieter Dehm, die sehen das gerade ein bisschen anders. Hört sich zumindest so an. Aber wie gesagt, so eine Ideologie, die gibt es heute als relevante politische Kraft in Deutschland nicht mehr.
die Kolonne Moskaus. Das kann man auch dran lernen, der ewig selbe Trick. Gefeiert werden diese Menschen immer erst, wenn man sie ausgeschaltet hat. Und sie sind immer so ein Signal, guck mal, damals, und dass man sich das eben selber sagt. Das bringt eben also nichts, wenn man nur bewundert. Man soll, das bin ich der Meinung, man soll ja Nachahmer werden. Und wir sehen ja, was passiert, wenn jemand Nachahmer wird, wenn er seinem Gewissen folgt. Dann sehen wir das an Julian Assange, dann